Es sieht schon ziemlich abgefahren aus. Ja, super. Boah, mega geil, mega geil. Ey. Ja, ich denke schon, dass das Anklang ist. Selbstverständlich. Um Gottes Willen. Also Maria kennst du jetzt nicht, oder? Ja, nur vom Erzählen, ja. Das ist ja verkauft, ne? Ist ja dicht. Ja, habe ich mitbekommen, ist ja. Ist verkauft und da soll es was geben für einen Wanderer. Also wenn die aus den Bergen kommen, sind die ja absolut hungrig und müssen schnell bedient werden. Okay. Ich dachte da so an lokale Früchte wie Delfinfleisch oder auch Möwensteak. Ja, okay, klar. Wäre das ja. Was für dich? So. Ist erst April, oder wie? Nee. Ja, das kann nicht das sein. Das ist Biofleisch. Aha, okay. Ja, wenn man meint, man braucht das, ja, ja, bin ich nicht der Meinung. Aber gut, was würde sonst so in das Konzept passen? Ja, definitiv kein Mackie. From Denmark. Ja. Do you speak English? A little bit. Do you think it's a good idea? I never eat in McDonald's. No? Never, never, never. It's shit. Junk food. You only eat pölzer? I like fish. Fish and pölzer? Yeah. Hotdog. Ah, ja, yeah, okay, Hotdog ist okay. Möwensteak. Ja, was hältst du davon? Möwensteak gibt's auch gar nicht. So eine Möwe? Hauptsache, der Laden war für Biofleisch. Ja, ist, also das, so das neue Konzept aus, so hat man sich das hier vorgestellt. Ne? Ja, klasse. Passt hier ja perfekt hin. Ja, ne? Auch vom Farbton her, im braunen Farbton, Gold super. Zum Sonnenuntergang. Das ist mit Sicherheit ernst gemeint. Ja. Es sieht schon ziemlich abgefahren aus. Delfinfleisch und Möwensteak finde ich jetzt eher unsympathisch. Gerade die Delfine sind so meine persönlichen Glücksbringer. Totgefahrene Ziege. Die ist ja vielleicht nicht ganz so sympathisch, muss ja irgendwie... Ja, also ich sag mal, solange sie nicht schon 3 Tage irgendwo gelegen hat, ging das auch noch, ne? Also so frisch angefahren wäre auch noch okay. Wichtig wäre jetzt ein Johannisbeersaft. Bist du öfter hier? Schönen Abend. Guten Abend. Bist du öfter auf Gomera? Nein, nicht. Das erste Mal, nein. Jetzt erste Mal. Ehrlich? Ja. Kennst du Casa Maria jetzt gar nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Ist aber sehr schön. Ist ja eine traditionelle Kneipe, kommt ja weg. Das ist wie die Wanderer, die wollen das ja haben, die wollen ja schnell bedient werden. Also ist, ne, so wenn viel die ist aus den, so vitaminreich. Ja, wenn auch, die aus den Bergen kommen, das muss schnell gehen. Die können ja nicht hier in spanischer Gemütlichkeit eine halbe Stunde warten aufs Essen. Das stimmt, das ist wahr. Ich kann das nur, ich glaube nur, dass das ein Witz ist. Echt? Ja. Das ist ein super Konzept. Ja. Ja. Passt genau. Auch zur, das passt auch hierher, ja. Wirklich. Ja, ne, das ist, ja, aber ein Wanderer hat doch Hunger, der muss doch auch schnell bedient werden, oder nicht? Nö, muss er nicht. Der hat schon einen Fehler, wenn er gleich so einen Hunger hat. Dann muss er sich vorher ein bisschen Nahrung mitnehmen. Ich finde, es sollte alles ein bisschen ruhiger bleiben hier. Also ein schnelles Konzept passt hier nicht her. Und wir sollen jetzt mal fragen, was so an Speisen erwünscht ist. Also Ideen gehen da so über saftiges Delfinfleisch oder auch Möwensteak, so diese Richtung. Ja. Also das, was sagen, hier vorhanden ist, ist ja super alles. Ja, ja, Möwen finde ich richtig gut. Also Ziele auf Gomera zu erreichen, das bringt da eh nichts. Weil man nimmt das ja alles so hin, so wie es ist. Ja, ne? ist das so? Wir sind schon 25 Jahre jetzt hier in Abständen, aber hier verändert sich ja nicht. Und die Bauwerke, die verändern sich zwar, aber die Menschen hier letztendlich, die bleiben Gott sei Dank. Also da wird sich auch das Konzept sozusagen integrieren. Das ist super. Ja, ich denke schon, dass das Anklang findet. Ja. An, ne? Also McDrive wäre noch man super. Man muss ja auch moderner werden. Ne? Ja, mitgehen. Ne? Ich finde, die sollten wir wieder aufmachen. Ja. Und ich denke mal, da wird relativ viel Geld im Spiel sein, ja, okay. Weil das eigentlich ein sehr gutes Geschäft war immer hier. Ja. Und whatever happens, we'll see. Ja, nee, das ist auch. Also so wird es kommen demnächst. Das sind kräftige Investoren.
Da habt ihr euch viel Mühe gegeben damit. Das glaubst du jetzt nicht, ne? Nee, das glaube ich nicht. Nein, seitdem Trump an der Macht ist, ist das, das ist auch ein anderer Wind. Ne? Dann ist können, es, ist das finde ich auch. Wir könnten auch einfach mal Danke Merkel sagen oder sowas. Ja, irgendwie ja, ja, den Zusammenhang so richtig darstellen. Ist es? Haben Sie es geschafft? Ja, es ist endlich verkauft. Haben Sie die Million gekriegt oder was? Ja, warte, das, darüber schwackt man. Ne? Auf jeden Fall finanzkräftiger und soll was für Wanderer werden. Also wenn die aus den Bergen kommen, sollen die schnell bedient werden. Also ich würde es nicht machen. Also irgendwie soll dieses Flair erhalten bleiben. Das war immer so, schon 30 Jahre lang und nicht irgendwie was Neues. Das sollten ihre alte Karte dabei. Man denkt an was Modernes. Ne? Oh toll, ja ganz klasse. Nee, es fehlt ja schon die Bambuskneipe, also dieser Sitz, den es dann damals gab. Den haben sie ja schon ziemlich früh wegreduziert. Ja, aber das braucht man ja auch alles nicht mehr. Doch, das braucht man. Weiter vom Balleboden, oder? Finde ich absolut richtig. Also auch hier die Naturprodukte von der Gegend zu nutzen, natürlich selbstverständlich. Nee, natürlich scheiße. Ey. Prost. Mich überzeugt das nicht so richtig, also. Bist du jetzt auch so ein ewig Gästiger? Ja, genau. Man kriegt da sehr schnell was zu essen. Sozusagen, das Konzept sieht so aus. Oh, um Gottes Willen. Wieso das denn? Da gibt auch Produkte von hier, Delfinfleisch, denkt man dran, oder Mögenfest. Unbedingt, ja, genau so stellt man sich das vor hier. Verkauft. Ist echt verkauft? Ja, wir müssen jetzt, wir sollen das Ernährungskonzept mal hinterfragen, was hier geht. Das Ernährungskonzept von Casa Maria, das ist Bier. Und nochmal Bier und nochmal Bier. Das ist jetzt für Wanderer. Bist du Wanderer? Nee, so ja, ich bin Wanderer. Nee, natürlich, aber ich wandere jetzt. Ja, aber das ist ja, wenn ihr aus den Bergen kommt, wenn man, hat man Hunger, will schnell bedient werden. Ne? Das ist ja auch häufig so, da muss ruckzuck gehen und muss was Kräftiges brauchen. Ja, aber da gibt es ganz viele. Aber Casa Maria ist natürlich ganz speziell gewesen für den Sonnenuntergang und für Bier. Aber muss man sich dann Bier muss man jetzt aus dem Supermarkt holen. Das wäre hier viel bequemer. Und wenn man noch mal eins nachholen möchte, muss man noch mal in den Supermarkt. Das wäre vorher auch hier. Ja, aber das neue Konzept hat auch Bier. Also das ist auch... Das glaube ich nicht. Ihr könnt mir vieles erzählen, aber das glaube ich nicht. Man will auch hier Delfinfleisch oder sowas nehmen oder Möwe. Ja gut, man muss es mal probieren. Man ist ja für alles offen. Ja. Mache ich nicht mit. Also auch mit den vielen Leuten hier davor und so, ja. Wird da auch Gras verkauft? Das kann ich jetzt nicht sagen. Also man riecht das schon öfter mal. Also das würde ich denen schon empfehlen, ja, doch. Aber darf natürlich nicht zu teuer sein. Maria now is sold. Oh, really? Yeah. It's good. Yeah. It's very good. It's a new concept. It's for walkers, for hikers. No, we're vegetarians. You can have the salad. No, but you I don't like. Very good salad. No. Fresh salad. No. McDonald's, I'm never coming back. You can have banana mix. No, we think it's the end of Valley Grand Ray if McDonald's come here. Burger mit dem Delfinfleisch. Ja, ja, das okay. Funktioniert aber gut, ne? Oder? Würdest du auch essen? Nee. Nur ein Restaurant für Wanderer, also, ist scheiße eigentlich. Ne? Also ich fand es früher besser hier so. Ne? Das Maria ist Kult, ist eine europäische Kultkneipe. Ja, aber Zeit geht weiter, ne? Ja, aber trotzdem, weiß ich auch nicht. Also ich finde es irgendwie in so einem Restaurant und so, finde ich nicht so dolle. Also Kneipe wäre schöner. Ja, aber das Hauptsache das Gebier, ne, oder nicht? Ja, sicher. Wir sind bloß nicht so weit laufen, wenn man einen Supermarkt. So soll es werden? Ja, super. Boah, mega geil, mega geil. Ey, hab ich mir gedacht. Restaurant für Wanderer, genau. Alle mit solchen Bäuchen. Sprichst du Deutsch? Sometimes, but when I'm not speaking English or Spanish, yes. Yeah. Maria ist verkauft, ne? That's what we hear, yes. Yes, yes. It's a new concept. I don't know what's happening there. I heard it was a brothel. For walkers? I think it's going to be a brothel. What's a brothel? A red lighthouse. No. They're full of pretty women. Yeah. That's what they told me. Yeah. What do you think about this concept? Like a hiking center, McDonald's. The name is good. Yeah. McDonald's. It's a bit Scottish. Yeah. A bit Celtic. Yeah. Maybe we could make an Irish bar in the next place. In the next place. So, yeah. Nearby. Yeah. Of the restaurant. Yeah. And then a fish and chip shop. Fish and chips. Yeah. Ich bin so ambivalent, weißt du? Als ich hier hinkam, dachte ich mir, es sind alle verrückt hier. Ja.
Mittlerweile hat sie das bestätigt. Da passt doch McDonald's hier rein. Ja, genau. Ich wollte ja früher immer schon so eine Pommesbude hier aufmachen. Und jetzt so McDonald's, das ist der Renner.